So, herzlich willkommen an einem sonnigen Donnerstag, den 12. Mai 2016, zu unserer Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wir sind immer noch beim Thema Untergang von Leistungspflichten. Ich habe Ihnen schon gesagt, das ist das wichtigste Thema in dieser ganzen Veranstaltung. Untergang von Leistungspflichten ist das eine und 280 ist das andere. Die beiden Sachen sind für Ihr Leben entscheidend. Wir haben letzte Woche intensiv 275 Absatz 1, oder letzte Woche, am Dienstag, 275 Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 3 besprochen. Heute befassen wir uns mit 326 BGB. Und wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir dann noch Vertragsänderung und 313 BGB. So. Bevor wir aber dazu kommen, wollte ich noch kurz das wiederholen, was Sie am Dienstag hoffentlich gelernt haben, nämlich diese tolle Sache. Es ging um 275 und hier geht es offenbar um 275 Absatz 1 BGB. Das sollten Sie alles im Schlaf lösen können. Das sollte für Sie alles reine Routine sein. Ja, 50. Ja. Ja, schauen wir mal. Fangen wir bei der ersten Aussage an. Auf der Folie steht, die trifft nicht zu. Warum trifft die erste Aussage auf dieser Folie nicht zu? Warum stimmt das nicht? Ja? So ist es. Grundsätzlich muss der Verkäufer die Sache dem Dritten, den er sie übergeben oder übereignet hat, rückkaufen. Er muss also Geld dafür ausgeben, dass er die Sache zurückkriegt. Es ist erst dann unmöglich, wenn der Dritte überhaupt nicht zum Verkauf bereit ist. Solange man eine Million mehr zahlen muss, ist es nicht unmöglich. Es ist teuer, aber möglich. Das heißt, alleine, dass ein Dritter die Sache hat, schadet nicht. Demgegenüber bei unserer zweiten Aussage, beim gestohlenen Auto, da hat ja auch nur ein Dritter die Sache. Wo ist der Unterschied zwischen dem weiterverkauften Auto und dem gestohlenen Auto? Warum werden die nicht gleich behandelt? Ja? In der Tat, bei einem Weiterverkauf kennt man den Käufer, da kann man erwarten, dass man mit dem verhandelt. Bei einem Diebstahl ist die Chance, dass man den Dieb überhaupt findet, verschwindend gering. Und selbst wenn man ihn findet, ist die Chance, dass das Auto noch im intakten Zustand ist, ebenfalls gering. Das heißt, man sagt, sobald es gestohlen ist, habe ich so eine geringe Chance, es wiederzukriegen, dass es unmöglich ist. Weil die Chance halt bei 1 oder 2% liegt, das reicht nicht. Es muss schon irgendwie eine relevante Wahrscheinlichkeit bestehen. Nächster Punkt. Die Erfüllung einer Pflicht ist unmöglich, wenn eine erforderliche staatliche Genehmigung verweigert wird oder ein Verbot ausgesprochen wird. Ja, warum ist es dann unmöglich? Man kann es ja doch machen. Es ist ja nicht ausgeschlossen. Man macht sich halt strafbar möglicherweise, aber ja. Ja, in der Tat, eine rechtliche Unmöglichkeit ist auch ein Fall der Unmöglichkeit, obwohl man es tatsächlich vielleicht könnte, kann man nicht erwarten, dass man jemanden erschießt oder jemanden erwürgt oder zusammenschlägt,
weil all diese Pflichten strafrechtlich relevant wären. Obwohl es also tatsächlich möglich ist, scheidet es aus, weil es rechtlich unmöglich ist. Man kann von niemandem etwas Verbotenes verlangen. Und die Kollegin hat schon darauf hingewiesen, in manchen Fällen sagen wir, dass nicht nur die Erfüllung verboten ist, sondern bereits der Abschluss eines Vertrages im Hinblick auf eine verbotene Leistung. Dann ist bereits der Vertrag nichtig, dann gibt es noch nicht mal irgendwie einen Schadensersatzanspruch, dann ist einfach gar nichts da. Nächster Fall, die Erfüllung einer Pflicht ist unmöglich, wenn der Aufwand zur Erfüllung unverhältnismäßig ist. Warum stimmt diese Aussage nicht? Klingt doch eigentlich sinnvoll. Ja? Ja, unverhältnismäßig reicht nicht, es muss ein grobes Missverhältnis sein. Was ist denn die Rechtsfolge, wenn ein grobes Missverhältnis vorliegt? Ist es dann unmöglich? Ja. Ja. Wenn es grobes Missverhältnis gibt, darf ich trotzdem noch erfüllen. Es ist nicht unmöglich. Ich kann nur, wenn ich keine Lust habe, sagen, ich möchte nicht erfüllen. Das ist die Entscheidung des Schuldners. Bei Unmöglichkeit kann der Schuldner es noch so sehr wollen, er muss nicht erfüllen. Bei Unzumutbarkeit hat er ein Wahlrecht, er darf erfüllen, wenn er den hohen Aufwand eingehen will. Wenn er es nicht will, kann er sich darauf berufen, muss Schadensersatz leisten. Ja, gucken wir uns die zweite Folie an, die bezieht sich auf besondere Fälle der Unmöglichkeit. So, schauen wir auf die erste Aussage. Geldschulden können grundsätzlich nur nach 300 Absatz 2 BGB unmöglich werden. Warum stimmt das? Warum kann man nicht sagen, ich bin gerade pleite, also ist mir die Bezahlung des Kaufpreises unmöglich? Ja, man sagt, Menschen kommen grundsätzlich immer zu Geld. Wer kein Geld hat, der soll halt arbeiten gehen. Irgendwann kommt man immer zu Geld. Und was macht man, wenn man wirklich kein Geld hat und auch kein Geld kriegen kann? Wenn man so 1 Million Schulden hat, was tun sie dann? Privatinsolvenz anmelden. Ja, sie melden Privatinsolvenz an. Was passiert dann? Mal so rein grob, was stellen sie sich dann vor? Ja. So ist es. Also es wird geguckt, was sie haben. Alles, was sie haben, wird verteilt auf ihre Gläubiger. Das heißt, jeder kriegt so viel an Anteil, wie er kriegen kann. Und dann wird 3 Jahre lang gewartet und dann sind sie schuldenfrei. Das nennt sich Restschuldbefreiung. Er rechtfertigt das mit Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Er sagt, ein Leben, wo ich kein Geld mehr für mich selber verwirtschaften kann, sondern jeder Cent, den ich kriege, auf meine Schulden bezahlt wird, ist nicht lebenswert. Das würde meine Menschenwürde aus Artikel 1 und meine allgemeine Handlungsfreiheit so fatal beeinträchtigen, dass ich ein menschenunwürdiges Leben führen müsste. Und das hat der Staat aktiv zu verhindern. Ja. Kann man? Ja. Ja, aber was wollen Sie tun? Also wenn Sie jetzt Staat wären, was würden Sie sagen?
Ja. Also Sie, stellen Sie sich vor, Sie sind der Staat. Und Sie müssen jetzt entscheiden, es gibt kaufsüchtige Menschen in Deutschland. Sobald die QVC einschalten, müssen die das bestellen, was da angeboten wird. Das machen die auch, ständig. Jeden Tag 20, 30 Gegenstände. Und die haben hinterher Riesenschulden. Und das machen die immer. Wollen Sie jetzt sagen, ja, da haben die halt Schulden und dann müssen die ihr Leben lang Geld zurückzahlen, egal wie viel Geld die verdienen und wenn die heiraten, dann zahlt der Ehemann mit und die werden nie mehr glücklich werden. Wollen Sie das sagen als Staat? Das ist die Alternative. Und vor allen Dingen, das nützt den Gläubigern ja auch nicht, die Gläubiger kriegen ja trotzdem nicht genug. Die haben ja so viele Schulden, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da wird dann 1 Euro eingenommen und der verteilt sich auf 1000 Gläubiger. Das heißt, jeder kriegt 0,1 Cent von dem Euro. Das nützt ihnen auch nicht viel. Also dann sagt man als Staat, das ist uns die Mühe nicht wert. Die Gläubiger haben sozusagen eh verloren und dann muss man damit leben. Bisschen Verschwund ist immer, also so müssen Sie das sehen. Aber einen anderen Weg haben wir nicht, weil entweder Sie sagen, der erste Gläubige, der kommt, gewinnt, der kriegt halt seine Forderung voll, und die anderen müssen warten, bis wieder was da ist, dann ist immer so ein Wettrennen, immer wenn Geld kommt, kommen alle, oder Sie verteilen. Das ist ein Gerechtigkeitsproblem. Wenn Sie eine bessere Lösung haben, können Sie kandidieren für den Bundestag. Also es hat noch keiner eine gefunden. Ja, aber wie funktioniert das denn mit dem 300 Absatz 2? Nachdem ich jetzt gesagt habe, Geld kriegt man eh immer wieder, das kann ja nicht weg sein. Notfalls verdienen sie halt Neues. Wie funktioniert das mit diesem 300 Absatz 2 BGB? So ist es. Wenn man schon konkrete Geldscheine oder Münzen ausgewählt hat und die dem Gläubiger in der geschuldeten Art, das heißt im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, angeboten hat und der entweder gesagt hat, nein, will ich nicht oder alternativ gar nicht da war, obwohl er da sein sollte, dann trägt der Gläubiger die Gefahr, dass diese konkreten Scheine verloren gehen oder gestohlen werden. Das heißt, solange diese Scheine getrennt bleiben von allen anderen, hat er das Risiko, dass diese Scheine verloren gehen. Wenn Sie da vermischen mit Ihrem sonstigen Geld, Ihrem Geldspeicher, haben Sie Pech gehabt. Solange die Scheine getrennt bleiben, können die verloren gehen und dann können Sie diese Scheine nicht mehr übergeben und damit hat er Pech gehabt. Also nur die Scheine, die Sie wirklich auch dabei haben. Sie dürfen nicht hingehen und ein Eis kaufen, das ist dann Pech. Also sobald Sie mit den Scheinen irgendwas machen, sind Sie selber schuld. Nächster Punkt. Gattungsschulden werden unmöglich, wenn der Schuldner keinen Gegenstand mehr beschaffen kann, der die Voraussetzungen des 243 Absatz 1 BGB erfüllt. Das stimmt. Hat das irgendwas mit Konkretisierung zu tun? Nein. Nein? Genau so ist es. Wir haben also zwei Varianten. Entweder ich kann gar keinen Gegenstand mehr beschaffen, der mittlerer Art und Güte ist, dann ist es unmöglich. Wenn niemand einen Gegenstand beschaffen kann, oder zumindest ich nicht, der mittlerer Art und Güte ist, ist die Erfüllung unmöglich. Dazu kann ich Ihnen eine Anekdote erzählen. Als ich mal jung war, war ich Referendar in Düsseldorf und da gab es einen jungen Mann, der hatte reich geerbt von seinem Opa, ein Gepard, das ist ein Raubtier, ja, und der war ausgestopft. Jetzt sagen Sie, ah, wie toll, das wollte ich immer schon mal haben. Der wollte ihn nicht haben und hat ihn in ein Lagerhaus untergestellt. Ja, ein Lagerhaus, wo dieser Gepard eingelagert, und da wurde immer wieder mal eingebrochen im Lagerhaus. Und irgendwann mal brach der Einbrecher ein und es gelang dem Einbrecher, das ganze Lagerhaus abzufackeln bei der Nummer. Und abgefackelt wurde auch der Gepard. Das denken Sie, das ist aber schade, der schöne Gepard, der war doch so toll. Jetzt wollte unser junger Mann mit dem Geparden Schadensersatz von dem Lagerhaus, weil er sagte, es kann ja nicht sein, dass ihr ja keine Sicherheit habt und das einfach abfackeln lasst. Wenn der Einbrecher das erste Mal da ist, müsst ihr das beim nächsten Mal irgendwie absichern, müsst ihr einen Wachdienst haben oder Alarmanlage oder was auch immer. Dann sagen die, das mag ja sein. Und was ist dein Schaden? Dann sagt er, ja, der Gepard ist doch verbrannt. Dann sagen die, ja, da gibt es aber ein praktisches Problem. Geparden stehen unter Naturschutz. Und man darf keine ausgestopften Geparden nach Deutschland importieren.
Das heißt, da gibt es ein Artenschutzabkommen, das ist gesetzlich verboten. Es gibt keine Geparden mehr. Und die Leute, die einen haben, die finden den alle so toll, die verkaufen den auch nicht. Die können nicht nach eBay gehen und sagen, ich kaufe mir ausgestopften Geparden, die gibt es einfach nicht mehr. Und dann sagen die, was für einen Schaden willst du denn haben? Du kriegst das Ding ja eh nicht mehr. Und daraufhin sagte er, ja, aber ich bin ja toller Jurist, ich habe gelesen, man kann ja, wenn man selber den Geparden geschlossen hat, den mitnehmen nach Deutschland. Daher möchte ich jetzt eine Reise nach Tansania zum Schießen eines Geparden, dann die Kosten fürs Ausstopfen und die Kosten für das Rückfliegen mit Gepard im Kofferraum. Warum ich Ihnen diese Geschichte erzähle, in diesem Zusammenhang ist, hier haben Sie einen Fall, es gibt Geparden auf der Welt, ausgestopfte. Das Problem ist nur, Sie können keine kaufen. Es gibt keine Möglichkeit, die Dinger zu beschaffen, weil die Leute, die einen haben, wollen den nicht verkaufen. Das heißt, die Gattung existiert als solche noch, aber es ist dem Schuldner, der einen Ersatz beschaffen müsste nach 49 Absatz 1, praktisch unmöglich, einen ausgestopften Geparden zu beschaffen. Und die praktische Frage, die uns noch beschäftigen wird in 2 Wochen, ist dann, was ist der Schaden? Haben Sie einen Schaden, wenn Sie das Viech eh nicht haben wollten und jetzt auf einmal eine Reise nach Tansania für eine Safari haben wollen? Das ist eine spannende Frage und darüber haben Sie jetzt 2 Wochen Zeit nachzudenken. In 2 Wochen frage ich Sie dann und Sie müssen mir die Antwort sagen. So, merken Sie also, Gattungsschulden sind nicht nur dann unmöglich, wenn es die Gattung nicht gibt. Es reicht, wenn man aus der Gattung nichts beschaffen kann. Also wenn irgendwie keiner verkaufen will. Bei der Ersetzungsbefugnis erlischt die Leistungspflicht, wenn die Erfüllung der Ersatzpflicht unmöglich wird. Der Satz ist schon verwirrend aufgebaut. Sie erinnern sich düster an die Ersetzungsbefugnis. Wie funktioniert eine Ersetzungsbefugnis? Wann haben wir darüber gesprochen? Vor einer Woche. Wie funktioniert das? Genau, aus Sicht des Käufers ist es so, er hat die Wahl, entweder er zahlt den kompletten Kaufpreis in Geld oder er zahlt nur einen Teil in Geld und gibt sein Auto in Zahlung. Wie ist das denn rechtlich konstruiert, diese Nummer mit zahl voll oder gibt ein altes Auto in Zahlung? Wie, wonach richtet sich das rechtlich? Welchen Paragraphen? Ja? 364, welcher Absatz? Ja? Ja, 364 Absatz 1, Annahme einer anderen Sache an Erfüllung statt. Das heißt, die eigentliche Pflicht ist Geldzahlung. Er erklärt sich aber freiwillig bereit, anstatt Geld das Auto anzunehmen. Wo ist der Unterschied zur Wahlschuld? Ja, in 262 geregelt ist. Also, wir haben Wahlschuld 262 und Annahme an Erfüllung statt 364. Wo ist da der Unterschied? Ja? Sie. Ich muss. Nein, Sie. Schon richtig. Ja, also in der Tat, wir müssen uns das ganz einfach merken. Bei der Wahlschuld habe ich im Grunde wie so eine Straße mit einer Abbiegung nach links und einer Abbiegung nach rechts. Und wenn links eine Baustelle ist, kann ich immer noch nach rechts fahren. Wenn rechts eine Baustelle ist, kann ich immer noch links fahren. Das heißt, wenn eine Straße gesperrt ist, kann ich immer die andere nehmen. Das sagt Wahlschuld.
Bei der Ersetzungsbefugnis müssen Sie sich das so vorstellen, es gibt nur eine Autobahn, die geht immer geradeaus. Es gibt keine Abbiegung, das geht immer nur geradeaus. Aber Sie haben die Möglichkeit, ausnahmsweise sich von der Autobahn ins Gebüsch zu schlagen. Also Sie können einfach zack gegen die Leitplanke fahren und den Berg runterfahren. Das können Sie machen, wenn da halt irgendwas neben der Straße ist. Das ist die Ausweichmöglichkeit, wenn halt irgendwie die Straße explodiert ist und da Gifttanker liegt oder keine Ahnung was. Ja? Dramatische Situation. Giftpfütze auf der Autobahn. Die Folge davon ist aber folgendes. Bei der Wahlstraße können Sie immer noch die andere nehmen. Bei der Ersetzungsbefugnis haben Sie halt immer noch die Autobahn zu nehmen, wenn links und rechts gar keine Straße ist, wenn wir quasi auf der Brücke sind. Sie sind auf der Autobahn, auf der Brücke, dann können Sie nicht immer eben nach links rüberfahren ins Gebüsch, weil da ist einfach Wasser oder steiler Abhang. Das wäre schlecht. Das heißt, dadurch, dass der Pfad an der Seite wegfällt, bleibt die Autobahn immer noch bestehen. Und so müssen Sie sich das hier vorstellen. Wenn die Ausweichmöglichkeit wegfällt, bleibt die Hauptstraße bestehen. Völlig unproblematisch. Wenn dagegen die Hauptstraße wegfällt, heißt das nicht zwingend, dass Sie freiwillig auf die Alternative ausweichen dürfen. Sie dürfen nicht nach Ihrem Belieben sagen, ich liefere dann halt den Ersatz. Wenn die Autobahn gesperrt ist, müssen Sie auf der Autobahn bleiben. Also merken Sie sich, bei der Ersetzungsbefugnis fällt nur der Ersatzgegenstand weg, bleibt es bei der Hauptpflicht. Fällt die Hauptpflicht weg, fällt alles weg. Ja? Hauptpflicht weg, alles weg, Ersatz weg, Hauptpflicht bleibt. Bei Wahlschuld, eins fällt weg, zwei bleibt, zwei fällt weg, eins bleibt. Ja, das erklärt dann auch die letzte Aussage. Bei der Wahlschuld bleibt der Anspruch auf die anderen Leistungen bestehen, wenn ein Leistungsgegenstand untergeht. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, Sie kriegen entweder dieses Wasser oder diese Cola, ja, tolles Versprechen, und ich trinke diese Cola aus, dann kriegen Sie halt das Wasser, zwangsläufig. Weil Sie können die Cola nicht mehr nehmen, die ist nämlich weg. Wir haben aber auch gesehen, in 265 Satz 2, wenn ich jetzt die Cola absichtlich wegtrinke, dann können Sie alternativ auch Schadensersatz für die Cola verlangen. Gut. Letzte Wiederholungsfolie bezieht sich auf Fixgeschäfte und 275 Absatz 2 und 3. Ja, bei Unzumutbarkeit nach 275, 2 und 3 darf der Schulden auch leisten. Das habe ich ungefähr vor 10 Minuten gesagt, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Bei 275, 1 ist die Leistung zwangsläufig unmöglich. Selbst wenn er will, kann er nicht mehr leisten, weil es ja gar keine Möglichkeit gibt. Bei 275, 2, wenn es unendlich teuer ist, kann ich halt viel Geld investieren, dann kann ich es halt machen. Bei 275, Absatz 3, wenn die Sängerin sagt, mir ist es scheißegal, ob meine Tochter im Krankenhaus stirbt, dann darf sie gerne auftreten. Das ist nicht gesetzlich verboten. Sie muss sich nicht um ihre Tochter kümmern. Wer seine Tochter sterben lassen will, soll das tun dürfen. Es ist halt nur ein Recht zu verweigern. Zweite Aussage. Eine Leistung wird unmöglich, wenn der damit verfolgte Zweck wegfällt. Welche Fälle sind damit gemeint? Ja. Ja, der Fall mit der Hochzeitsfeier. Was war das Entscheidende bei der Hochzeitsfeier? Ja. Ja, das ist ein absolutes Fixgeschäft. Und was bedeutet das, dass es ein absolutes Fixgeschäft ist? Ja.
Genauso ist es. Es macht keinen Sinn, bei der Hochzeitsfeier die Hochzeitstorte vor oder nach der Hochzeitsfeier zu liefern. Die muss halt bei der Feier da sein. Wenn sie zu spät kommt, ist sie nichts mehr wert. Dann ist die Lieferung also unmöglich, sobald die Hochzeitsfeier vorbei ist. Ja, nächste Aussage. Bei einem relativen Fixgeschäft macht die Leistung nach dem vereinbarten Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn mehr, sodass Unmöglichkeit eintritt. Was stimmt an dieser Aussage nicht? So ist es. Das muss heißen, absolut. Bei einem absoluten Fixgeschäft tritt Unmöglichkeit ein. Was ist denn bei einem relativen Fixgeschäft dann? Ja? So ist es. Es ist zwar ein Zeitpunkt vereinbart, aber man kann danach noch leisten, weil der Zweck immer noch irgendwie ein bisschen da ist, aber vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Ja, letzter Punkt auf dieser Folie. Bei der Unzumutbarkeit nach 75.2 sind der Aufwand des Schuldners und die vereinbarte Gegenleistung abzuwägen. Was stimmt denn daran nicht? Das sieht doch ganz richtig aus. Ja, es ist nicht die Gegenleistung abzuwägen, sondern das Leistungsinteresse des Gläubigers. Was ist denn das Leistungsinteresse des Gläubigers? Was hat er denn für ein Interesse an der Leistung? Ja? Ja, es ist alles, was er mit der Sache machen will. Das heißt, wir müssen bewerten, wie viel die Sache für ihn bedeutet. Und das müssen wir in Geld umrechnen. Das kann sein, dass es irgendwie ein Autogramm von seiner Lieblingssängerin ist, mit der er ein besonders emotionales Verhältnis hat. Es kann der Lieblingsteddybär sein, den er aus seiner Kindheit hatte, der lange verloren war, den er zurückkriegen will. All das müssen wir bewerten. Besonders bedeutsam bei Tieren. Bei Tieren sagen wir immer, bei Haustieren, die sind so viel wert, da muss man alles für investieren. Ja? Sie sehen also, da geht es um alles. So, Sie sehen, wir haben Unmöglichkeit und Unzumutbarkeit abgehakt. Jetzt kommen wir, wie gesagt, zu 326. Wenn wir heute noch Zeit haben, kommen wir zum Änderungsvertrag. Sonst machen wir das übernächste Woche, weil nächste Woche ist Pfingsten. Sie erinnern sich? Ja, da kommt der Heilige Geist über Sie und Sie reden in fremden Zungen. Und Sie haben dafür die ganze Woche frei, wenn ich es recht sehe, und können da irgendwie lernen. Es ist wie Weihnachten, nur Pfingsten. Ja, also Religion müssen wir hier in Bonn auch mal betonen so und sagen, ja, das ist der Tag, wo der Heilige Geist über Sie kommen wird. So, jetzt gucken wir uns 326 an. Die Norm haben wir schon einige Male gesehen und diesmal gucken wir sie uns ganz genau an. 326 Absatz 1. Eine Frage, die ich jedes Jahr gestellt bekomme, ist, wann kommt 326 1 und wann kommt 275 Absatz 1 als Untergangsgrund in Betracht? Die Antwort lautet ganz einfach, Sie müssen gucken, wer nicht leisten kann. Für den gilt 275 1. Und für den anderen gilt 326 ein. Sie können sich das noch einfacher merken. Da Geld grundsätzlich nie unmöglich wird, greift 275 1 im Normalfall immer für denjenigen, der kein Geld zahlen muss, sondern irgendwas anderes tun muss. Eine Sache übergeben und übereignen, den Gebrauch einer Sache überlassen, ein Werk erstellen, einen Dienst erbringen. Das ist derjenige, der normalerweise die unmögliche Leistung hat. Und die Geldzahlung ist dann die Gegenleistung. Wir haben aber auch schon andere Fälle gesehen, nämlich die Fälle, wo jemand auf dem Rückweg beraubt worden ist, weil der Verkäufer das Geld nicht angenommen hat. Da ist dann die Geldzahlung die unmögliche Leistung und die Übergabe und Übereignung wäre 326. Aber wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben, merken Sie sich einfach, Geld ist im Zweifel immer 326 und alles andere ist im Zweifel immer 275. Damit erwischen Sie 99,9% der Fälle und die 0,1%, wo es nicht der Fall ist, die kommen eh so selten dran, dass Sie darauf hoffen können, dass es stimmt. Wenn Sie den 326 Absatz 1 Satz 1 lesen, sehen Sie, dass der zwei Halbsätze hat, getrennt durch ein Semikolon.
In der Klausur müssen Sie darauf achten, dass Sie den richtigen Halbsatz erwischen. Der erste Halbsatz sagt einfach, wenn Sie keine Leistung bekommen, kriegen Sie keine Gegenleistung. Wenn also das Auto, was Sie gekauft haben, vorher explodiert, müssen Sie dafür nicht bezahlen. Wenn der Arbeitnehmer nicht zur Arbeit kommt, bekommt er kein Gehalt. Wenn Sie ein Konzert besuchen und es kommt kein Sänger, müssen Sie dafür nicht bezahlen. Der zweite Halbsatz sagt, es kann passieren, dass nur ein Teil nicht erfolgt. Wenn Sie also zum Beispiel kaufen eine Sitzgarnitur, bestehend aus einem Tisch und vier Stühlen, und einer der vier Stühle explodiert, bevor er bei Ihnen angeliefert wird. Ja, die Stühle sind halt sehr explosiv und einer explodiert. Dann kriegen Sie einen Tisch mit drei Stühlen statt einem Tisch mit vier Stühlen. Dann sagt uns 326 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, müssen Sie trotzdem was bezahlen. Sie bezahlen aber nicht für einen Tisch mit vier Stühlen, sondern für einen Tisch mit drei Stühlen. Und das stellt uns vor ein mathematisches Problem. Die Leute, die jetzt Mathematik interessiert sind, müssen jetzt genau aufpassen. Wie viel ist ein Tisch mit drei Stühlen im Verhältnis zu einem Tisch mit vier Stühlen wert? Und jetzt kommt Dreisatz. Wir haben in der Schule alle Dreisatz gelernt, hoffe ich. Erinnern Sie sich noch, wie das geht? Oh Gott! Nein! Also, fangen wir mit dem einfachen Teil an. Sie können ja Gesetze lesen. Schlagen wir mal den 441 Absatz 3 BGB auf. Den habe ich natürlich wieder nicht auf der Folie. Toll. So, bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem er zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Jetzt fragen Sie sich, was soll das heißen? Stellen Sie sich vor, im einfachsten Fall, damit wir es berechnen können, Sie haben 1.000 Euro für den Tisch mit den vier Stühlen bezahlt. 1.000. Ja? Tatsächlich haben der Tisch und die Stühle aber nur einen Wert von 500 Euro. Ja? Also Sie zahlen 1.000 für Tisch und Stühle, die nur 500 wert sind. In der Realität werden wir regelmäßig solche Geschäfte haben, weil der Verkäufer ja einen Gewinn machen will, der will ja irgendwo von leben. Also stehen hier das, was Sie bezahlt haben, zum wirklichen Wert in welchem Verhältnis? Wenn Sie 1.000 für etwas bezahlen, was 500 wert ist. Das ist ja nicht schwierig. Wenn das eine 1.000, das andere 500, wie ist das Verhältnis zueinander? Na? Das ist nicht schwierig, das ist kein Mathe-Leistungskurs. Zu? Bei einem Verhältnis müssen Sie immer eine Gleichung haben, sowieso zu sowieso. 2 zu 1, ja. So, jetzt sagen wir, ein Tisch, der nur drei Stühle hat, statt vier Stühle, ist nur 400 Euro wert. Ja? Wie viel müssen Sie jetzt bezahlen? Nochmal. Tisch mit vier Stühlen ist 500 Euro wert, Sie würden 1.000 Euro bezahlen. Tisch mit drei Stühlen ist nur 400 Euro wert. Wie viel würden Sie bezahlen? Ja? 800 Euro. Wie kommen Sie auf diese 800 Euro? Haben Sie es gewürfelt und geraten? Hervorragend! Sie haben 2 mal 400 gerechnet. Jetzt fragen Sie sich, warum ist das richtig? Wenn Sie hier lesen, dann steht, ist der Wert in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand
zum wirklichen Wert gestanden haben würde. Das heißt, wir machen eine Verhältnisgleichung und gucken, wie viel zahlen Sie für etwas in mangelfreiem Zustand und sagen dann, wie viel würden Sie zahlen für etwas in mangelhaftem Zustand. Ja? Da sagen Sie, das ist ja echt Mathe-Leistungskurs. Und weil das so schwer ist, haben wir dafür sogar noch im Juni eine ganze Stunde Zeit, um das nochmal nachzurechnen. Also wenn Sie diese schwierige Rechnung jetzt nicht verstanden haben, die kommt dann nochmal. Wir machen es mit ganz vielen Zahlen, bis Sie das im Schlaf können. Nachdem ich das letzte Mal einmal verrechnet hatte, habe ich da ein Trauma. Ich habe letztes Mal eine ganze Tafel vollgerechnet und am Ende kam was Falsches raus. Das war dann irgendwie peinlich. Und deshalb, damit Ihnen das nicht passiert, was mir passiert ist, machen wir das jetzt ganz intensiv, aber nicht heute. Also, Absatz 1, Satz 1, zweiter Halbsatz verweist auf diese Verhältnismäßigkeitsgleichung. Merken Sie sich das. Also, Sie müssen da diese komplizierte Rechnung durchführen. Letztes Mal in der Klausur, ich habe eine Probeklausur gestellt, wo es drauf ankam, haben 99% der Teilnehmer den Satz 2 noch nicht mal gelesen. Satz 2 sagt Ihnen, wenn es geht um eine nicht vertragsgemäße Leistung, das heißt, Sie bekommen 4 Stühle, Sie bekommen einen Tisch, aber der Tisch hat lauter eklige Flecken drauf. Und Sie wollen gar nicht wissen, was das für Flecken sind, weil die richtig eklig sind. Und die kriegen Sie auch nicht mehr raus. Dann haben Sie einen Tisch und 4 Stühle, das heißt, es ist keine Teilleistung. Sie haben alles bekommen, was Sie bekommen sollten, der Tisch ist einfach nur eklig. Und ein ekliger Tisch ist nicht vertragsgemäß. Und jetzt kommt das Entscheidende, dann findet Satz 1 keine Anwendung. Das heißt, immer wenn Sie was Schlechtes bekommen, ist das kein automatischer Untergang der Zahlungspflicht. Sie müssen auch für schlechte Sachen grundsätzlich voll bezahlen, sagt uns diese Regelung. Allein weil es schlecht ist, können Sie nicht sagen, dann zahle ich halt nicht. Ja? Also 326 gilt nur, wenn Sie gar nichts bekommen. Wenn Sie gar nichts bekommen, 326, wenn Sie irgendwas bekommen, egal wie eklig, müssen Sie trotzdem bezahlen. Der Anspruch geht nicht unter. Einverstanden? Gut. Dann haben wir uns auch beschäftigt mit Absatz 2. Absatz 2, und zwar konkret haben wir uns den Satz 1 angeguckt. Auch da in der Klausur achten Sie bitte darauf, der hat 2 Varianten. Achten Sie also in der Klausur darauf, welche der beiden Varianten Sie anwenden. Dass es Varianten sind, sehen Sie am Wort oder. Oder heißt, Sie müssen nur das eine oder das andere haben, nicht beides. Die erste Variante sagt, der Gläubiger muss allein oder weit überwiegend verantwortlich sein. Eine Sache, die Studenten immer denken, die aber nicht richtig ist, ist, dann gucken Sie halt in 276. Wenn Sie 276 BGB lesen, werden Sie schnell feststellen, dass da nicht drin steht, wofür der Gläubiger verantwortlich ist. Woran erkennen Sie, dass das nicht regelt, wofür der Gläubiger verantwortlich ist? Wenn Sie 276 lesen, ja, weil da Verantwortlichkeit des Schuldners steht. Also steht schon in der Überschrift drin, das spricht sehr dafür, dass es nicht die Verantwortlichkeit des Gläubigers regelt. Das wirft aber welches Problem auf? Wir wissen nicht, wo die Verantwortlichkeit des Gläubigers geregelt ist. Und das ist nicht, weil ich jetzt ein Geheimnis vor Ihnen habe und sage, haha, die steht in Paragraph XY, sondern es liegt schlicht daran, es gibt keine Regelung dafür. Es gibt im ganzen BGB keine Regelung, die sagt, der Gläubiger ist da und dafür verantwortlich. Was tun wir, wenn wir keine Regelung haben? Wir legen aus und fragen uns, was könnte das Gesetz denn damit gemeint haben, wenn es geschrieben hat, der Gläubiger muss für den Wegfall der Leistungspflicht allein oder weit überwiegend verantwortlich sein. Was denken Sie, was könnte man damit meinen? Ich sage Ihnen, es ist nirgendwo geregelt, Sie können also nichts Falsches sagen. Es kann nur richtig sein. Zum Beispiel der Annahmeverzug, sagt der Kollege. Wenn das so wäre, was wäre das Problem, wenn der Annahmeverzug schon reichen würde, um den Gläubiger unter die erste Variante fallen zu lassen? Warum wäre das ein Problem? Dann bräuchte man die zweite Variante nicht.
Da die zweite Variante halt engere Voraussetzungen hat, wenn bei Annahmeverzug immer schon die erste Variante vorläge, würde es nicht auf die zweite ankommen. Die wäre dann schlicht überflüssig. Das heißt, Annahmeverzug alleine kann nicht genügen, um den Gläubiger zur Verantwortung zu ziehen. Noch jemand eine Idee? Was kann das denn sein? Wann trifft den Gläubiger die Verantwortung? Allein oder weit überwiegend? Ja? Ja, sehr gut. Wenn man sagen würde, selber schuld. Das heißt, wann sagen Sie selber schuld? Was meinen Sie? Ja? Bei unerlaubten Handlungen, wenn der also Sachen beschädigt, Personen verletzt, dann ist er selber schuld. Wann noch? Bei Verletzungen von Obliegenheiten, das ist sehr abstrakt, weil Obliegenheit wäre auch der Annahmeverzug und der reicht ja gerade nicht. Ja? Bei Fahrlässigkeit. Ja, bei Fahrlässigkeit grundsätzlich schon. Was heißt denn Fahrlässigkeit für Sie? Aha, also denken an so Dick- und Doof-Fälle, so. Aha, also eher die Slapstick-Variante. Ja, also in der Tat, wenn er ein Verhalten an den Tag legt, was ein vernünftiger Mensch nicht an den Tag legt. Der Unterschied ist, für den Schuldner gilt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nach 276 Absatz 2 BGB. Der Gläubiger muss grundsätzlich nur die Sorgfalt anwenden, die er für seine eigenen Sachen anwendet, also was er tut, um sich selber zu schützen. Er muss also das tun, was ein vernünftiger Mensch tut, um seine Interessen zu wahren. Er muss nicht auf die Interessen des Schuldners Rücksicht nehmen. Er hat also eine deutlich geringere Sorgfaltspflicht als der Schuldner. Er muss das tun, was er vernünftigerweise tun würde, um seine Interessen zu schützen. Wir werden denselben Maßstab nochmal sehen beim Mitverschulden. Der typische Fall ist der Fahrradhelm. Sie können einen Fahrradhelm tragen beim Radfahren. Der reduziert das Risiko von Kopfverletzungen statistisch gesehen erheblich. Wenn Sie aber keinen tragen, dann haben Sie halt hinterher einen Hirnschaden, wenn Sie einen Unfall haben. Trotzdem kriegen Sie vollen Schadensersatz, weil man sagt, vernünftige Menschen tragen trotzdem keinen Fahrradhelm, weil Fahrradhelm tragen uncool und unbequem ist. Was anderes wäre nur, wenn es allgemein anerkannt wäre, dass Fahrradhelm tragen eine tolle Sache ist, dann würde man das auch von Ihnen erwarten. Andererseits zum Beispiel, wenn Sie Skifahren irgendwie mit Straßenschuhen, es gibt ja diese Einklemmschier, dann ist das blöde, weil jeder vernünftige Skifahrer weiß, beim Ablauffahren sollten Sie vielleicht irgendwie auch Skischuhe tragen, damit Sie nicht umknicken. Wenn Sie das also nicht machen, sind Sie selber schuld, weil jeder normale Skifahrer das weiß. Das ist der Test. Wenn Sie Motorrad fahren, sollten Sie das auch nicht in Turnschuhen machen, weil da können Sie hängen bleiben und hinterher ist der Fuß ab. Das wollen Sie nicht im Detail wissen, das ist ziemlich eklig. So. Also merken Sie sich für die erste Variante, es muss das außer Acht gelassen werden, was ein vernünftiger Mensch zum Selbstschutz macht. Die zweite Variante haben wir relativ intensiv uns angeguckt. Wir haben gesehen, wir brauchen dafür den Annahmeverzug. 294, 295, 296 oder 298 BGB. Haben wir gemacht, wann Annahmeverzug vorliegt. Sobald der Annahmeverzug vorliegt, trägt der Gläubiger eine gesteigerte Gefahr und muss trotzdem zahlen, obwohl er keine Leistung kriegt. Wir sehen aber hier die Einschränkung vom Schuldner nicht zu vertretende Umstand. Wo steht, was der Schuldner zu vertreten hat? Ja, 276 und welcher andere Paragraph, den wir auch schon mal ganz kurz gesehen haben, regelt auch etwas, was der Schuldner zu vertreten hat? 278, dass er nämlich auch einstehen muss für seine Erfüllungsgehilfen. Jetzt sind wir aber im Annahmeverzug. Und welche Besonderheit gilt im Annahmeverzug für das Vertreten müssen des Schuldners?
Eben Annahmeverzug. Ja? Absatz 1. Der Schuldner hat nur grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz zu vertreten. Was hat er sonst zu vertreten? Außerhalb des Annahmeverzugs? Ja? Ja, auch die leichteste Fahrlässigkeit hat der Schuldner zu vertreten nach 276. Das heißt, die leichteste Fahrlässigkeit darf er machen. Er darf so ein bisschen dumm sein. Er darf aber nicht so dumm sein, dass jeder die Hand vor den Kopf schlägt und sagt, wie blöd bist du eigentlich? Ja? So, das war Satz 1. Sie sehen aber, die Regelung geht noch weiter. Die hat einen Satz 2. Satz 2 sagt, der Schuldner muss sich das anrechnen lassen, was er hier infolge der Befreiung erspart hat, weil er muss ja gar nichts mehr leisten. Zum Beispiel muss er die Sache nicht mehr hinfahren, weil die bei ihm explodiert ist. Wir haben eine Bringschuld und das Pferd, was er eigentlich zum Käufer bringen müsste, stirbt. Dann muss er keinen Pferdewagen mieten, also einen Pferdetransporter, und er muss nicht den Kilometer bis zum Käufer fahren. Das spart er sich. Das heißt, er muss das sozusagen sich auf den Kaufpreis anrechnen lassen. Er kriegt also Kaufpreis minus Transportkosten. Zweitens muss er sich das anrechnen lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitszeit erwirbt. Wenn er jetzt durch den ersparten Transport mehr Zeit hat und in der Zeit irgendwie putzen geht, dann wird die Zeit, die er da sinnvoll genutzt hat, angerechnet. Und letzte Variante, das, was er zu erwerben böswillig unterlässt, wenn er sagt, ich bin doch nicht blöd und nutze meine Zeit hier, um Geld zu verdienen, ich warte einfach ab, dann zahlt das der Käufer, dann muss er auch sich diese ersparten Aufwendungen anrechnen lassen, die er theoretisch hätte machen können. Er muss also theoretisch auch seine Zeit investieren, um die Schäden zu minimieren. Das ist ebenfalls ähnlich wie in 254. Wenn Sie sich mal 254 BGB angucken, 254 Absatz 2 Satz 1, dann sagt er, wenn Sie geschädigt sind, dann müssen Sie als Opfer den Schaden so niedrig wie möglich halten. Es ist also Ihre Pflicht, selber dafür zu sorgen, dass der Schädiger nicht Millionen ausgeben muss. Sie dürfen also nicht zum Super-Top-Spezialisten in USA fliegen, wenn Sie irgendwie, weiß ich nicht, eine blutende Wunde haben beim Autounfall, sondern Sie müssen sich dann hier irgendwo in der Klinik in Deutschland behandeln lassen. Sie können nicht immer die Luxusvariante nehmen. Sie müssen den Schaden so niedrig wie möglich halten. Und genauso hier, Sie müssen Ihre Verluste so niedrig wie möglich halten. Sie kriegen nur das Minimum ausgeglichen. Wichtig, 326 Absatz 1 BGB ist keine Anspruchsgrundlage. Da steht einfach nur drin, er muss nicht mehr bezahlen. Das heißt, Sie prüfen das unter Anspruch untergegangen im Rahmen des Prüfungsschemas. Sie prüfen den Anspruch aus 433.2 und bei Anspruch untergegangen kommt 326.1.1. Wenn der schon gezahlt hat, der Käufer, möchte er im Zweifel sein Geld zurückbekommen. Und dass man das Geld zurückbekommt, steht in 326.4. Das ist die Anspruchsgrundlage. 326 Absatz 4 sagt, Sie kriegen Geld zurück. Das heißt, Sie dürfen hier auf keinen Fall auf die Idee kommen, 812 zu prüfen. Hier gibt es eine eigene Anspruchsgrundlage für die Rückzahlung von bereits unnötig gezahltem Kaufpreis. Sie kriegen das Geld zurück nach 326 Absatz 4. Ich habe das nochmal auf einer Folie versucht zusammenzufassen. Grundsatz in Absatz 1, Sie kriegen, also Sie müssen nicht bezahlen, wenn der andere Ihnen auch nichts mehr leistet. Davon erste Aussage, wenn der einen Teil leistet, geht das Quotal runter. Sie erinnern sich an diese tolle Berechnung. Wenn der irgendwas leistet, das aber schlecht ist, müssen Sie trotzdem bezahlen. Absatz 2 hat Ausnahmen. Wenn Sie nicht bezahlen müssten eigentlich, müssen Sie trotzdem bezahlen, wenn es vom Gläubiger allein oder weit überwiegend zu vertreten ist. Das darf man nicht analog 276 machen.
weil 276 vertreten müsste, Schuldners regelt und der Maßstab für den Gläubiger deutlich niedriger ist. Er muss nicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt anwenden, sondern nur die Sorgfalt, die er zum Selbstschutz anwenden muss. Zweitens, Gläubigerverzug, haben wir darüber gesprochen, 293 folgende und vom Schuldner nicht zu vertreten. Hier finden jetzt 276, 278 und 300 Absatz 1 Anwendung. Zum Abschluss habe ich Ihnen noch diesen tollen Fall mitgebracht. Das ist ein echter BGH-Fall. Wir hatten auch so einen ähnlichen Fall in der Law Clinic. Sie sehen also, die Fälle kommen sogar in der Praxis vor. Also es gibt den unsicheren U, deshalb heißt der U, weil der unsicher ist. Und der U ruft regelmäßig bei der von der Astrologin A betriebenen Astro-Hotline an, um sich durch Kartenlegen seine Zukunft vorhersagen zu lassen. Insgesamt entstehen so entsprechend am Anfang jedes Gesprächs und auf der Internetseite und in Anzeigen bekannt gemachten Preisen über mehrere Monate Kosten von ungefähr 5.000 Euro. In dem BGH-Fall waren es sogar über 10.000 Euro. Also man kann da viel Geld in Hotlines investieren. Jetzt kann die Astrologin A von U Zahlung dieser 5.000 Euro aus 631 Absatz 1 BGB verlangen. Also ein echter Fall, den der BGH so entscheiden musste. Sogar mit erheblich größeren Summen. Und Sie kennen das bei Astro TV, die haben sogar ganz verschiedene da. Also es gibt ein großes Sortiment. Und die sind wirklich auch im Privatleben so. Also der Sender, der war ja mal zur Zulassung da. So. Die glauben auch daran. Wie sieht dieser Fall aus? Was meinen Sie, gibt es einen Anspruch? Was brauchen wir dafür zunächst einmal? Ja. Ja? Ein Schuldverhältnis. Wenn wir einen Anspruch 631 Absatz 1 BGB prüfen, brauchen wir da irgendein Schuldverhältnis? Was brauchen wir für ein Schuldverhältnis, für einen Anspruch aus 631 Absatz 1 BGB? Ein Werkvertrag. Wie kommt wohl ein Werkvertrag zustande? Mal so als Test, was denken Sie? Ja, nach 145 folgende BGB, Antrag und Annahme, haben wir das hier, was meinen Sie? Irgendwelche Bedenken? Nein. Könnte der Vertrag möglicherweise unwirksam sein? Was sagen Sie dazu? Wonach könnte der Vertrag möglicherweise unwirksam sein? Ja. Ja, fangen wir mal vorne an. Ja, schön, dass wir jetzt hier hochphilosophische Diskussionen führen. Welche Normen prüfen wir hier überhaupt? Also wir können ja irgendwas diskutieren. Warum ist es überhaupt relevant, ob das hier möglich ist oder nicht möglich ist und böse ist oder nicht böse ist? Ja? 311a Absatz 1. Was sagt er uns nämlich zu diesem Fall? Spielt es eine Rolle, ob die wirklich die Zukunft vorhersagen kann? Ob es überhaupt machbar ist? Was sagt uns der 311a zu dem Fall? Ja, der Sache spielt überhaupt keine Rolle. Der Vertrag entsteht wirksam und Sache erledigt. Anspruch ist entstanden. Der Vertrag ist wirksam. Ich kann Sachen versprechen, die ich nicht halten kann. Das sagt 311a Absatz 1. Das heißt, alles, was wir hier diskutieren, ist für den Punkt völlig unproblematisch. 311a 1 sagt,
die kann versprechen, was sie will. Die kann den Katzenkönig versprechen und kann versprechen ihnen, dass sie zum Sirius fliehen. Das ist alles völlig unproblematisch. Wo kommen wir denn überhaupt zu dem Problem? Wenn der Vertrag jetzt wirksam ist, Anspruch entstanden, ja, was dann? Vertrag wirksam, Anspruch entstanden. Problem gelöst. Also Geld. Ja? Ja, in der Tat, eine Leistungspflicht könnte nach 275 Absatz 1 ausgeschlossen sein. Welche Leistungspflicht? Wessen Leistungspflicht ist nach 275 Absatz 1 ausgeschlossen? Wer kann hier nicht leisten von den beiden? Ja? Ja, die Frau kann ihm die Zukunft voraussagen, also ihre Leistung ist erloschen. Und warum spielt das eine Rolle für unseren Anspruch, den wir hier gerade prüfen? Warum spielt es eine Rolle, ob die Frau wirklich die Zukunft vorhersagen kann? Für unseren Anspruch auf Kaufpreiszahlung. Ja? Ja. 326 Absatz 1, Satz 1, erster Halbsatz. Wenn die Frau die Zukunft nicht vorhersagen muss, muss ich dafür auch nicht bezahlen. Ich muss für nichts bezahlen, was ich nicht bekomme. Da die Frau mir die Zukunft nicht vorhersagen kann, wird sie mir die Zukunft nicht vorhersagen, also muss ich dafür nicht bezahlen. 326 Absatz 1, Satz 1 BGB. Gibt es davon auch Ausnahmen? Gibt es davon auch Ausnahmen? Ja, gibt es. Wo stehen die? Wo stehen die? Hm. Welche Ausnahme kennen wir von 326 Absatz 1 Satz 1? Ja, Absatz 2, Satz 1. Und jetzt hat er zwei Varianten. Passt die zweite Variante, Annahmeverzug? Was sagen Sie dazu? Hat er die Annahme der Zukunftsvorhersage verweigert? Nein. Welche Variante kommt also nur noch in Betracht, wenn die zweite ausscheidet? Das ist ziemlich offensichtlich. Wenn die zweite ausscheidet, welche bleibt dann noch? Ja, dass der Gläubiger allein oder weit überwiegend verantwortlich ist. Wer ist der Gläubiger? Wer muss verantwortlich sein? Ja, der U, der unsichere U muss verantwortlich sein. Ist der unsichere U dafür verantwortlich, dass die Astrologin A ihm nicht die Zukunft vorhersagen kann? Was meinen Sie dazu? Genauso ist es. Wir sagen, jeder normal denkende Mensch weiß, niemand kann die Zukunft vorhersehen. Jetzt gibt es Menschen, die, obwohl sie das eigentlich wissen, trotzdem daran glauben wollen, dass es andere können. Wenn ich mich darauf einlasse, einen Vertrag über Glauben abzuschließen, dann ist das meine Vertragsfreiheit. Ich kann also sagen, ich schließe einen Vertrag darauf, dass ich hoffe. Vertrag, Prinzip, Hoffnung. Und dann muss die Frau auch nicht mehr tun, als diese Hoffnung erfüllen, indem sie ihm irgendwas sagt. Dann hat sie die Hoffnung erfüllt, mehr kann er nicht erwarten.
dass sie ihm nur Quatsch erzählt, ist nicht die Frau schuld. Das ist er selber schuld, weil er von jemandem erwartet, dass er ihm die Zukunft vorhersagt. Anders ausgedrückt, wer sich auf Verträge einlässt, die offensichtlich nicht erfüllbar sind, nimmt das Risiko in Kauf, dass er halt irgendwas anderes kriegt. Wenn Sie also eine Hexe engagieren, die Ihren, schrecklich Ihre Liebste, verzaubert, Pech, Sie müssen trotzdem bezahlen, weil die Hexe muss nur ihr Bestes geben. Sie finden das nicht gut? Ja, es könnte sittenwidrig sein. Wann ist ein Vertrag sittenwidrig? Was meinen Sie? Erstes Semester. Was hat man da gesagt? Wann sind Verträge sittenwidrig? Ja, wenn es gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denken verstößt. Jetzt, wer von Ihnen meint, dass er billig und gerecht denkt? Keiner. Sehen Sie? Alles ungerechte Menschen. Wer von Ihnen ist gerecht? Wir testen das mal. Schade. Melden Sie mal jemanden und sagen mal, dass ihr gerecht denkt. Ja, sehen Sie? So, und jetzt der Test. Finden Sie, dieser Vertrag verstößt gegen Ihr Anstandsgefühl? Sagen, das ist unanständig, das ist ein Skandal, dass es sowas gibt in Deutschland. Nein. Also wenn wir einen einzigen Menschen finden, von dem Sie sagen, der denkt gerecht, und der sagt, solche Angebote sind okay, dann kann der Vertrag nicht sittenwidrig sein. Wir sagen zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel diesen Sender Astro TV, der ist zugelassen von der Landesmedienanstalt. Und wir unterstellen, das sind Staatsbeamte, die denken auf jeden Fall gerecht. Die gehören zum Staat, Vorbehalt des Gesetzes, Vorrang des Gesetzes, die denken den ganzen Tag nur gerecht. Und wenn die sagen, das ist in Ordnung, dann können wir kaum daran zweifeln. Insofern, es reicht, wenn Sie einen Menschen finden in Deutschland, von dem Sie sagen, der denkt billig und gerecht, der findet das okay, und schon sind Sie da raus. Also die Anforderungen sind sehr, sehr hoch. Das Einzige, woran man denken könnte bei diesen Verträgen, ist, dass der Preis zu hoch ist, dass es ein wucherähnliches Geschäft ist. Meint es ein wucherähnliches Geschäft? Ausnutzung von irgendwelchen Willensmängeln und unverhältnismäßige Preise. Was sagen Sie dazu? Ja, der U hat über den Preis Bescheid gewusst und er hätte auch jederzeit auflegen können. Wenn er da immer wieder anruft, ist das halt sein Pech. Er hat sich selber darauf eingelassen. Das heißt, auch hier kommen Sie mit diesem Sittenwidrigkeitsmaßstab nicht weit. Ja, das habe ich auch als Lösung, das können Sie aber nochmal runterladen, haben Sie viel Spaß dabei. Gibt es auch als ausformulierte Lösung. Was können wir also feststellen? Grundsätzlich entfällt die Leistungsgefahr automatisch, wenn Sie nicht mehr leisten können. Wenn es keine Möglichkeit gibt, dass Sie den Vertrag erfüllen, entfällt die automatisch. Wenn es mit hohem Aufwand verbunden ist, entfällt sie nur dann, wenn Sie es geltend machen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich will nicht mehr leisten. 275 Absatz 2. Und wenn es mit persönlichen Problemen verbunden ist, auch dann müssen Sie sagen, ich will nicht, sonst müssen Sie. Wir haben gesehen, die Gegenleistungspflicht entfällt immer dann, wenn auch die andere Pflicht entfallen ist. Das heißt, bei 275.1, in der Sekunde, wo der andere nicht mehr leisten kann, entfällt auch die Gegenleistungspflicht. In 275.2 und 3 erst dann, wenn der andere sagt, ich will nicht mehr leisten. Ja, also es muss entweder gesagt werden oder nicht gesagt werden. Jetzt kommen wir zu schwierigen Regelungen, nämlich 326 Absatz 5. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich für Sie noch einen letzten Testfall, der extra schwer ist. Der ist jetzt wirklich sauschwer. Gucken Sie sich dieses Drama an. V verkauft K seinen einmaligen Porsche für 15.000 Euro. Bevor es zur Übergabe und Übereignung kommt, wird das Auto vom unbekannten Dieb D gestohlen. Als K von V verlangt, dass ihm dieser das Auto übergibt, meint V, dies könne er nicht, da das Auto weg sei. Daraufhin erwirbt der enttäuschte K bei X ein Ersatzfahrzeug für 6.500 Euro. 2 Monate später meldet sich die Polizei bei V und teilt diesem mit,
dass das Auto in unbeschädigtem Zustand bei einer Großrazzia aufgespürt werden konnte, hat jetzt V gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 6.500 Euro, Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des Porsche aus 433 Absatz 2 BGB. Auch da erste Frage, was brauchen wir für einen Anspruch aus 433 Absatz 2 BGB? Ja, einen wirksamen Kaufvertrag, haben wir den? Ja. Was prüfen wir dann als nächstes, nachdem wir gesagt haben, wir haben einen wirksamen Kaufvertrag? Was brauchen wir als zweites immer? In diesem Fall, nachdem wir gesagt haben, wir haben einen wirksamen Kaufvertrag zwischen K und V, brauchen wir Ja. Ja, der darf nicht untergegangen sein. Ja, und wann ist er untergegangen? Ja, weil es nicht mehr unmöglich geworden ist. Ja, ist die Zahlung der 15.000 Euro unmöglich geworden? Der Porsche. Ja. 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 Das mag dazu führen, aber warum ist das für unseren Kaufpreis relevant? Wir prüfen ja nicht den Anspruch auf den Porsche, wir prüfen den Anspruch auf die Zahlung von 15.000 Euro. Ach, nicht 6,5, sondern 15.000 kriegt er sogar. Ah, nee, doch, 15.000. Ja? Ja, der Anspruch könnte nach 326 Absatz 1 Satz 1 BGB erloschen sein. Das heißt, das ist unser Anknüpfungspunkt, weil der will hier nicht in Porsche. Ja. 275 spielt überhaupt keine Rolle erstmal. Wir sind erstmal 326 Absatz 1 Satz 1. Der setzt aber in der Tat voraus, dass der Anspruch auf den Porsche unmöglich geworden ist. Was sagen Sie dazu? Ist der Anspruch auf den Porsche unmöglich geworden? Wo ist der Porsche momentan? Was ist passiert? Ja, der Porsche ist zunächst einmal gestohlen worden. Ja. Und in dem Moment ist es dann eigentlich unmöglich, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass er selber das Auto irgendwie wieder beschaffen kann. Ja. Aber da die Polizei ja das Auto dann bei der Razzia wieder gefunden hat, hat er das Auto ja wieder, also es ist in dem Moment jetzt nicht mehr unmöglich. Also kann er es eigentlich immer noch übergeben und übereignen. Ja. Also, es gab den Moment, da war das Auto gestohlen und nicht auffindbar, da war es unmöglich, aber jetzt, wo er Zahlung will, ist es wieder möglich. Was sagen Sie denn dazu? Unmöglich, dann wieder möglich. Was passiert denn dann? Ja? Ja, in der Tat merken Sie sich folgende Sache. Wenn einmal Unmöglichkeit besteht, spielt es keine Rolle, ob sie dann möglich wird. Es reicht, dass es unmöglich war, dann ist es für immer unmöglich. Was dahinter passiert, ist völlig egal. Das ist wie hypothetische Kausalität, das können Sie ignorieren. Es gibt eine einzige Ausnahme. Es kann nämlich sein, dass es treuwidrig vom K wäre, das Auto nicht anzunehmen. Wenn das Auto gestohlen wird und eine halbe Stunde später wieder auftaucht, dann hat der K noch kein Ersatzauto gekauft, dann konnte er nicht vertrauen. Dann wäre es böse, wenn der K sagt, wieso ist er unmöglich, dann kaufen wir halt ein anderes Auto. Also Unmöglichkeit führt zum Untergang, aber der Gläubiger kann die Unmöglichkeit nicht geltend machen,
wenn er treuwidrig handeln würde, das heißt, wenn der andere besonders schutzwürdig ist und er selber gegen die guten Sitten verstößt. Hier in dem Fall aber ist die Unmöglichkeit schon 2 Monate her. Der hat auch schon ein neues Auto gekauft. Damit ist der V nicht mehr schutzwürdig und der K muss nicht nochmal einen zweiten Porsche kaufen. Also, einmal eingetretene Unmöglichkeit kann nicht mehr geheilt werden. Einzige Ausnahme 242, die müsste aber besonders begründet werden. Also nicht umgekehrt, dass Sie sagen, nach 242 kann er sich nicht auf Beruf, sondern hier in dem Fall, unmöglich bleibt unmöglich. Das andere wäre die Ausnahme. So, ich habe Ihnen schon gesagt, jetzt gucken wir uns die schwierigen Regelungen an. Und die schwierigen Regelungen sind 275 Absatz 4, der Ihnen nämlich sagt, was müssen Sie alles noch prüfen, wenn Unmöglichkeit vorliegt. Und der verweist auf 280, 283 bis 285, also 283, 84 und 85, auf 311a und auf 326. Die erste Aussage ist 280, 283, da geht es um Schadensersatz in Geld statt der geschuldeten Leistung. Statt Übergabe und Übereignung eines Pferdes kriegen Sie einen bestimmten Eurobetrag. Deshalb spricht man auch von Sekundäransprüchen. Sekundär, weil die in der zweiten Reihe stehen. Grundsätzlich kriegen Sie Pferd, aber statt Pferd kriegen Sie Geld. Geld ersetzt Pferd, daher Sekundäranspruch. Ich habe Ihnen mal alle Ansprüche, die in Betracht kommen, auf eine Folie geschrieben. Es gibt Schadensersatz statt der Leistung, Schadensersatz neben der Leistung, Rückgabe zu viel gezahlter Leistungen, Rückgabe der ganzen Gegenleistung und das sogenannte stellvertretende Kommodum. Das sind alle Ansprüche, die es bei Unmöglichkeit gibt. Den Paragraphen 280 haben wir schon ein paar Mal angesehen. 280 sagt, wir brauchen ein Schuldverhältnis, eine Pflichtverletzung, ein Vertreten müssen und einen Schaden. 4 Voraussetzungen. Und wir haben noch Absatz 3. Absatz 3 sagt uns, für Schadensersatz statt der Leistung brauchen wir zusätzliche Voraussetzungen. Und bei Unmöglichkeit sagt uns schon der 275 Absatz 4, kommt es nur auf 283 an. Die sehen, 281, 282 tauchen in der Liste gar nicht auf. Der 283 ist allerdings sehr unspektakulär. Der sagt nämlich, braucht der Schuldner nicht zu leisten, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des 281 Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Anders ausgedrückt, Sie kriegen immer Schadensersatz ohne zusätzliche Voraussetzungen. Die Norm hat keine zusätzlichen Voraussetzungen und ist damit für Sie im Grunde ein Leerlauf. Spannender ist der Satz 2. Satz 2 verweist auf 281 Absatz 1, Satz 2 und 3 und Absatz 5. Und das ist jetzt eine komplizierte Sache, da müssen Sie jetzt mal aufpassen. Es gibt Schadensersatz statt der Leistung und Schadensersatz statt der ganzen Leistung. Die meisten Leute verstehen das nicht. Aber es ist eigentlich schon im Wort drin. Wenn Sie Sie kaufen diese Tischgarnitur mit 4 Stühlen. Und beim dritten Stuhl fehlt ein Stuhlbein. Ja? Dann heißt Schadensersatz statt der ganzen Leistung, Sie geben alle 4 Stühle und den Tisch zurück und wollen die Kosten für eine andere Tischgarnitur. Komplett wieder mit 4 Stühlen und Tisch. Sie nehmen also nichts von der Leistung an. Die ganze Leistung geht zurück und Sie wollen für die ganze Leistung Geld. Schadensersatz statt der Leistung, also nicht der ganzen, sondern statt der Teilleistung, heißt einfach nur, Sie wollen die Kosten für die Reparatur oder einen Ersatz für diesen einen Stuhl. Der Rest der Leistung, den nehmen Sie so an, wie er ist. Sie wollen nur den Stuhl repariert haben. Übertragen wir unsere Sache mit dem Tisch, mit dem ekligen Fleck. Sie nehmen alle 4 Stühle an, wollen aber die Kosten für einen Ersatztisch oder die Reinigung des Tisches. Dann ist die Reinigung des Tisches oder der Ersatztisch statt der Leistung.
Wenn Sie dagegen sagen, ich will auch nicht mal die Stühle haben, ist es statt der ganzen Leistung. Wenn Sie jetzt diesen 281 Absatz 1 Satz 32 angucken, sagt der, es kommt darauf an, wenn es eine nicht wie geschuldete Leistung ist, muss der Mangel erheblich sein. Das heißt, es muss so sein, dass objektiv erkennbar ist, die Sache ist nicht mehr so gut, wie sie sein sollte. Es muss erheblich für die Wertbildung im Verkehr sein. Bei einer Teilleistung kommt es darauf an, ob die Sache dann für Sie ohne Interesse ist, ob die Sache für Sie quasi nutzlos ist. Wenn Sie eine dreiköpfige Familie nur haben, Vater, Mutter, Kind, dann brauchen Sie keine 4 Stühle unbedingt. Das heißt, Sie wären auch mit 3 Stühlen zufrieden. Wenn Sie dagegen eine 4-köpfige Familie sind, brauchen Sie 4 Stühle. Also hätten Sie kein Interesse an einem Tisch, wo nur 3 Stühle dabei sind. Dann müssen nämlich immer einen Bürostuhl dazustellen. Also, der Test ist da ein strenger. Absatz 5 in 281 sagt Ihnen, wenn Sie statt der ganzen Leistung Schadensersatz wollen, müssen Sie die funktionierenden Sachen wieder zurückgeben. Sie müssen also auch den Tisch, der vielleicht noch in Ordnung ist, zurückgeben, nur weil ein Stuhl kaputt ist. Klar der Unterschied? Bei statt der Leistung wird nur ein Teil repariert, bei statt der ganzen Leistung geht alles zurück und Sie kriegen nur noch Geld. Jetzt kommen wir zu einem Meinungsstreit, den Sie am besten direkt wieder vergessen, weil der jeden verwirrt, der macht auch überhaupt keinen Sinn. Ich versuche Ihnen das zu erklären. Wenn Sie 280 BGB prüfen, dann prüfen Sie als erstes Schuldverhältnis. Da sagen Sie, was für ein Vertrag das ist, das geht ganz schnell. Dann sagen Sie, es liegt ein Kaufvertrag vor, ein Werkvertrag vor oder sonst was. Und dann prüfen Sie die Pflichtverletzung. Und bei Pflichtverletzung müssen Sie sagen, welche Pflicht wurde verletzt. Zum Beispiel die Pflicht zur Übergabe der gekauften Sache. Er hat ihm das Auto nicht gegeben. Einfach, ja? Das schreiben Sie einfach nur hin. Es wurde die Pflicht aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB verletzt. Das Auto wurde nicht übergeben. Da kommen wir jetzt zum Problem. Der 275 Absatz 1 sagt uns nämlich, es gibt gar keine Pflicht mehr, wenn es unmöglich ist. Ich muss kein Auto übergeben, wenn ich das gar nicht kann. Ich kann aber keine Pflicht verletzen, die ich gar nicht habe. Wenn die Pflicht nämlich weggefallen ist, kann ich die Pflicht nicht erfüllen. Sehen Sie die Logik dahinter? Normalerweise müssten Sie ein Auto übergeben. Wenn Sie das nicht tun, verletzen Sie die Pflicht zur Übergabe. Dummerweise sagt aber 275, wenn Sie es gar nicht können, haben Sie auch keine Pflicht mehr. Wenn Sie keine Pflicht haben, können Sie auch keine Pflicht verletzen. Also würde die Voraussetzung fehlen und Sie würden nie einen Schadensanspruch kriegen. Das würde immer ins Leere laufen. Und deshalb kommen wir zu diesem komischen Streit. Die Meinung 1 sagt, das Gesetz ist einfach schlecht geschrieben. Das Gesetz meint, wer nicht leistet, verletzt immer eine Pflicht, entweder weil er nicht will oder weil er nicht kann. Das spielt aber keine Rolle. Wer nicht leistet, ist immer jemand, der eine Pflicht verletzt. So 75 darf man nicht so ernst nehmen. Die zweite Ansicht sagt, nein, nein, das ist falsch. Wir müssen genau gucken, in der Pflichtverletzung schon, ist er derjenige, der die Unmöglichkeit verursacht hat. Nur dann, wenn ich mich selber handlungsunfähig gemacht habe, habe ich eine Pflicht verletzt. Allein das Nicht-Handeln-Können ist rechtlich völlig irrelevant. Relevant wird es erst dann, wenn ich selber mich handlungsunfähig gemacht habe. Wenn ich meine Hände in den Rücken festgebunden habe, dann bin ich selber schuld. Wenn ich dagegen aus irgendwelchen anderen Gründen nicht leisten kann, habe ich Glück gehabt. Das Schöne an diesem Streit ist, das führen nur verrückte Professoren. Das ist ein bisschen wie im Strafrecht so, müssen Sie sich vorstellen. Weil vor Gericht kommt es nie darauf an. Wir haben nämlich eine weitere Voraussetzung in 280, nämlich die Voraussetzung vertreten müssen. Wenn wirklich mich jemand zusammengeschlagen hat und ich deshalb nicht zur Arbeit komme, dann habe ich es nicht zu vertreten. Ich habe keinen Vorsatz und keine Fahrlässigkeit. Wenn jemand mein Pferd geschlachtet hat nachts auf dem Hof, dann kann ich nichts dafür und dann habe ich es nicht zu vertreten. Das heißt, es fehlt immer an der Voraussetzung vertreten müssen, wenn es jemand war, den ich kenne. Das heißt, die Fälle kommen immer zum gleichen Ergebnis.
Nur im einen Fall würden Sie sagen, es liegt keine Pflichtverletzung vor. Und im anderen Fall würden Sie sagen, er hat es nicht zu vertreten. Ja, ein toller Streit. Sehen Sie, jetzt bitte wieder strafe ich mit negative Tatbestandsmerkmale. Ja? Ja, es spielt eine Rolle für die Verteilung der Beweislast. Nun kommen wir aber zu den Problemen der Beweislast. Sie müssen sich praktisch vorstellen, der Verkäufer kann nicht leisten und sagt, ist unmöglich. Jetzt sagt der Käufer, das bist du schuld. Jetzt würde man vor Gericht sagen, dann beweis das mal, aber das würde der Richter nicht sagen. Der sagt nämlich, es ist ein Umstand, der aus der Sphäre des Verkäufers stammt. Das heißt, er muss irgendwas vortragen und dann muss der Käufer es widerlegen. Das heißt, obwohl der Käufer die Beweislast trägt, ist es aufgrund der Sphärentheorie so, dass der Verkäufer das beweisen muss. Also er muss irgendwas erzählen, er muss nicht unbedingt beweisen, er muss eine Geschichte erzählen und die kann der andere dann widerlegen und sagt, das stimmt nicht. Also im Prinzip läuft es aufs Gleiche hinaus vor Gericht. Diese Beweislastregelung ist sozusagen nur zur Unterhaltung hier in dem Zusammenhang. Die bringt uns nicht viel weiter. Was bedeutet das für Sie in der Klausur? Sie sollten auf jeden Fall der ersten Ansicht folgen und den Streit gar nicht diskutieren. Denn diesen Streit, den versteht man überhaupt nie, weil der nämlich nur verwirrend ist. Es gibt auch keine wirklich schlagkräftigen Argumente dafür. Das entscheidende Argument für Ansicht 1 ist, dass immerhin die Norm des 183 existiert und die sagt nicht von Herbeiführen der Unmöglichkeit, sondern die sagt, die Folge ist, wenn ich unmöglich habe, zahle ich Schadensersatz. Merken Sie sich also, unter dem Punkt Pflichtverletzung in der Klausur sollten Sie schreiben, die Pflichtverletzung liegt darin, dass der Schulden aufgrund von Unmöglichkeit nicht leisten kann. Punkt. Ohne den Streit zu diskutieren. Sie sollten nicht sagen, er müsste die Pflichtverletzung verursacht haben, weil damit haben Sie ihn vertreten, müssen auch nichts mehr zu sagen. Denn wenn er die verursacht hat, hat er sie auch zu vertreten. Zwei 84 regelt den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Da geht es um die einfache Sache, Sie kaufen eine Sache, die im Grunde relativ wenig oder gar nichts wert ist, aber Sie machen eine große Party und laden Ihre Freunde ein, um die Sache zu besichtigen. Und jetzt wird die Sache nicht geliefert. Zum Beispiel, Sie holen sich ein original verschwitztes Trikot von Ihrem Lieblingsfußballspieler und alle Ihre Freundinnen sagen, oh wie toll, das wollen wir jetzt sehen und dann wird das nicht geliefert. Und dann kriegen Sie danach die Kosten für Popcorn und Getränke und alles ersetzt, weil man sagt, Sie durften damit rechnen, das Trikot zu bekommen und deshalb eine Party dafür geben. Auch wenn Sie bei der Party keinen Gewinn gemacht hätten. Das regelt diese Regelung. Gucken wir uns aber noch näher an in 2 Wochen. Letzte Regelung in dem Zusammenhang, 311a Absatz 2, der sagt uns ganz einfach, ich kriege auch bei anfänglicher Unmöglichkeit Schadensersatz statt der Leistung oder Aufwendungsersatz. Jetzt fragen Sie sich, warum gibt es dafür eine eigene Regelung? Wir haben doch eben 283 gehabt, der doch ungefähr das Gleiche sagt. Der Gläubiger kann doch Schadensersatz schon nach 283 verlangen. Warum musste der Gesetzgeber das extra regeln? Hätte man ja auch weglassen können. Auch da haben sich Professoren viele Gedanken darüber gemacht, warum diese Regelung im Gesetz stehen muss. Ja. Bei dem 283 geht es darum, dass er das Leistungsinteresse zu vertreten hat. Hier geht es darum, dass er das zu vertreten hat, ob er es kannte oder nicht kannte. Ja, in der Tat, wenn Sie den Satz 2 gucken, geht es dann nicht um das Vertreten müssen des Leistungshindernisses, sondern um das Vertreten müssen des Kennens oder Nichtkennens. Allerdings, das ist ja nur die Rechtsfolge. Das ist ja irgendwie auch gewürfelt. Das hätte man ja auch bei 283 so regeln können, wenn man wollte.
Wo liegt der inhaltliche Unterschied beim 311a Absatz 2? Wenn Sie mal über die Pflichtverletzung nachdenken, welche Pflicht hat denn der Schuldner hier verletzt? Was ist der Denkunterschied zum 283? Welche Pflicht kann er hier nur verletzt haben? In 283 habe ich gesagt, ist der Vorwurf, du kannst nicht mehr leisten, deshalb hast du die Pflicht zur Leistung, die du vereinbart hast, verletzt. Wie sieht das hier aus? Hat er hier die gleiche Pflicht verletzt? Ja? Ja, vielleicht eher, dass er nicht wusste, dass er nicht leisten kann. Ich sage Ihnen noch viel konkreter. Der Vorwurf ist hier, er hat nicht mal für eine Sekunde leisten müssen, er musste nie leisten. Damit kann er auch keine Pflicht verletzen, wenn er nicht leisten kann. Aber der Vorwurf ist, du versprichst Sachen, die du nicht halten kannst. Verspreche nicht, was du nicht halten kannst. Das ist hier der Vorwurf. Hier wird also bestraft, Gelaber. Ja? Diese Norm bestraft, wer zu viel redet. Der 280 bestraft, wer was verspricht, was er halten kann und dann auf einmal seine Pflicht doch nicht erfüllt. Hier muss er nicht mal für eine Sekunde erfüllen. Deshalb haben wir diese eine Regelung und dann kann es auch nicht darauf ankommen, ob er das Leistungshindernis zu vertreten hat, weil er musste ja gar keine Leistung erbringen. Es kommt nur darauf an, ob er wusste, ob er leisten konnte oder nicht. Und deshalb wird er dafür strenger bestraft. Ja, 326 Absatz 4 BGB hatten wir schon. Sie erinnern sich, es gibt diesen Rückzahlungsanspruch. Das heißt, Sie kriegen Ihr Geld wieder zurück, wenn Sie es bezahlt haben. Und dann kommen wir zu unserem 326 Absatz 5. Braucht der Schuldner nicht zu leisten, kann der Gläubiger zurücktreten. Das Verhältnis zwischen 326 Absatz 4 und Absatz 5 ist dasselbe wie zwischen Schadensersatz der ganzen Leistung und Schadensersatz der Leistung. Bei 326 Absatz 4 bekommen Sie das ganze Geld zurück, bekommen Sie nur den Teil zurück, und bei 326 Absatz 5 bekommen Sie das ganze Geld zurück. Und Sie können sich jetzt schon merken, der 323 Absatz 5, wenn Sie da mal reingucken, 323 Absatz 5, entspricht dem 281 Absatz 1, Satz 2 und Satz 3. Hä? Jetzt sind Sie ganz verwirrt. Ich habe eben gesagt, Schadensersatz statt der ganzen Leistung, 281 Absatz 1, Satz 2 und Satz 3. Und die Parallele ist hier, 326 Absatz 5 mit 323 Absatz 5. Sie können zurücktreten und Ihr ganzes Geld zurückverlangen, nicht nur den Teil, wenn diese Voraussetzungen vorliegen. Ja? Also 281.1 entspricht 323.5. Ja, Sie wollen ja alle nach Hause, aber da haben Sie eine Woche frei, das ist doch voll traurig. Ja, Sie lachen. Dann kriegen Sie noch eine Hausaufgabe mit, damit Sie noch was zu tun haben für Ihre freie Woche. Und Sie können nämlich dann diesen Fall, den ich Ihnen dann online stelle, auch noch lösen. Das ist ein richtig schwieriger Fall mit ganz vielen Zahlen. Sehen Sie das? Diesen Fall müssen Sie lösen bis in zwei Wochen. Der V kauft ein Fahrrad für 50 Euro, was aber ihm nicht gefällt, sodass er es für 40 Euro weiterverkauft. Und der X kommt und bietet ihm 60 Euro. Ja, Sie sind schon ganz verwirrt. Daraufhin verkauft der V an X. Das Fahrrad ist aber objektiv nur 30 Euro wert. Ja? Und unsere Frage ist nur, hat K gegen V einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz oder jedenfalls Zahlung von 20 Euro als Gewinn? Und darüber denken Sie nach bis in zwei Wochen und schicken mir eine perfekte Lösung über das eCampus-System.